Lieber Zettelmann. Danke für die guten schönen Waren. Was kann man eigentlich noch sagen? Ist jedes Wort krank? Formulierungen. Das Deutsche in Tod ist eine Referenz an Friedrich Nietzsche. Gott ist tot, the Lord is for. Nina Hagen. Habe in Wiki geschaut und gesehen, dass eine Revolution ursprünglich eine scheinbare Rückwärtsbewegung der Planeten war. Gruß, Erike und Awut. Die Krankheit scheint weiter um sich zu greifen. Schräg geneigte Geschwister, rote Herzen, grüner Technologie und schwarzer Haufe. Sollen wir Sachsen-Anhalt von den Blaumiesen befreien oder eine Anti-Dumpfbacken-Mauer drum bauen? Mit gezückter Planierraupe blühende Landschaften durchsetzen? Halte im Vorübergehen fest. Die Lage in der Abteilung für alles andere gibt sich friedlich, wollen wir das? Und inspiriert. Der Raum verwandelt sich in eine Art Mette-Diagramm der Überlagerungen. Karl-Heinz Jerons Klebepfeile markieren die Bezüge. Konstantin Zivis. Konstatiert ein Pappkartonkino. Uhren tauchen auf und verbiegen sich unter Hitzeeinwirkung, Samot. Er hängt eine Kugel. Die Revolution dreht sich im Kreis, siehe auch Etymologie des Wortes, und Achtung, Achtung. Eine K.H.Jeron-Maschine ergänzte unser Komitee, welche all diesen E-Mail-Dialog vorliest, visualisiert und dann zubottert. Es ist also Vorsicht geboten, was hier in die Welt gesendet wird. Vor allem sollte der vorausgegangene E-Mail-Dialog hin und wieder gelöscht werden. Wenn wir nicht in ewiger Echoschleife von unseren dahingeworfenen Worten heimgesucht werden wollen. Oder wollen wir das? Kann sein. Punkt. Zettelmann geht stempeln und stellt folgenden Vorschlag der Abstimmung. Alle Anwesenden anheim. Soll ich morgen Abend die Klappe halten? Oder eine Lesung? Er wird 4-1 überstimmt, statt der Klappe eine Lesung zu halten. Diese wird morgen Abend also stattfinden. Zettelmann liest. PAULSCHIELABART. Die große Revolution. Ein Mondroman. Punkt und eventuell andere Texte von Marx, Engels, Bakunin, Rimbaud, Jari, Klebnikow, Majakowski, Serna, Döblin, Pilniak, Charms, Brecht, Debord, Constant, Jorn, Perek, Zusagen, Zettelmann und andere. Eventuell auch nicht, das entscheidet der Impuls. Andere sind herzlich eingeladen, ebenfalls zu lesen, was das Zeug hält. Plan für übermorgen. Angenommen ohne Abstimmung. KONZEBTTRINKIN vermutlich Body Art. Wir warten auf den Pool. Mit situationistischem Ruß. Zettelmann. --. Na, versuchen, den Aftwähler unterstrich innen zu erklären, dass auch sie eines Tages jemanden brauchen werden, der ihre Rente bezahlt. Minus. www.ilseamen.com. jamen@poste.de. Am 14. März 2016 0:12 schrieb etc. itstefanriebel.de. Es ist wirklich erschreckend. Was tun? Hallo. Nach unserem ersten Treffen hat mich leider ein Virus überfallen und völlig umgehauen. Ich habe die letzten Tage fiebernd im Bett gelegen. Heute Abend muss ich leider, wenn ich überhaupt fit genug zu etwas bin, zu einem Elternabend. Ich werde also erst morgen wieder auftauchen können. Bis dann. Rainer. Konversation geöffnet. 1 Nachricht gelesen. Mehr. Alle drucken. Revolutions, Posten 03.1- dritte Tag der Revolution im Jahre 0. Schräg geneigte Geschwister, rote Herzen, grüner Technologie und schwarzer Haufe. Sollen wir Sachsen-Anhalt von den Blaumiesen befreien oder eine Anti-Dumpfbackenmauer drum bauen? Mit gezückter Planierraupe blühende Landschaften durchsetzen? Halte im Vorübergehen fest. Die Lage in der Abteilung für alles andere gibt sich friedlich, wollen wir das? Und inspiriert. Der Raum verwandelt sich in eine Art Mette-Diagramm der Überlagerungen.
Karl-Heinz Jerons Klebepfeile markieren die Bezüge. Konstantin Sivis konstatiert ein Pappkartonkino. Uhren tauchen auf und verbiegen sich unter Hitzeeinwirkung. Samut erhängt eine Kugel. Die Revolution dreht sich im Kreis. Siehe auch Etymologie des Wortes. Und Achtung, Achtung. Eine K.H. Jeron-Maschine ergänzt unser Komitee, welche all diesen E-Mail-Dialog vorliest, visualisiert und dann zubottert. Es ist also Vorsicht geboten, was hier in die Welt gesendet wird. Vor allem sollte der vorausgegangene E-Mail-Dialog hin und wieder gelöscht werden. Wenn wir nicht in ewiger Echoschleife von unseren dahingeworfenen Worten heimgesucht werden wollen. Oder wollen wir das? Kann sein. Punkt. Zettelmann geht stempeln und stellt folgenden Vorschlag der Abstimmung aller Anwesenden anheim. Soll ich morgen Abend die Klappe halten? Oder eine Lesung? Er wird 4-1 überstimmt, statt der Klappe eine Lesung zu halten. Diese wird morgen Abend also stattfinden. Zettelmann ist. PAULSCHIELABART. Die große Revolution. Ein Mondroman. Punkt und eventuell andere Texte von Marx, Engels, Bakunin, Rimbaud, Jari, Klebnikow, Majakowski, Serner, Döblin, Pilniak, Charms, Brecht, Debord, Constant, Jorn, Perec, Zusagen, Zettelmann und andere. Eventuell auch nicht, das entscheidet der Impuls. Andere sind herzlich eingeladen, ebenfalls zu lesen, was das Zeug hält. Plan für übermorgen. Angenommen ohne Abstimmung. Konzept trinken vermutlich Bodyart. Wir warten auf den Pool. Mit situationistischem Ruß. Zettelmann. Na, versuchen, den Aftwähler unterstrich innen zu erklären, dass auch sie eines Tages jemanden brauchen werden, der ihre Rente bezahlt. Es ist wirklich erschreckend. Was tun? Konstanten. 0:01 vor 8 Stunden. Heute ab 17:00 Anwesenheit meinerseits. Na, versuchen, den Aftwähler unterstrich innen zu erklären, dass auch sie eines Tages jemanden brauchen werden, der ihre Rente bezahlt. Ahoi. Der Sandmann. Bin morgen Nachmittag bei der Kindertheaterpremiere in Potsdam unabhängig. Eventuell komme ich gegen Ende noch kurz vorbei. Ich hoffe, ihr sitzt dann schon im Pool von Rainer Maria. Wünsche euch, er sei nicht mit Salzsäure gefüllt. Ferner bitte ich, meinen geladenen Gastrevolutionär Samuel Kleinschmidt in die künftige Elektrokommunikation einzubeziehen. Ebenso alle weiteren Künstlerinnen, Gewerkschafter oder Berufsrevolutionäre, deren Mailadressen noch im Unbekannten schweben. Halte fest. Wir konnten uns weder auf Weltbild noch auf ästhetische Stringenz noch auf verbindliche Spielregeln einigen. Gebe zu, meinen Beitrag zu dieser Nicht-Einigung geleistet zu haben. Da ich, bisher, keine Freunde zu verlieren habe, gebe ich zu, sogar einen gewissen Stolz darauf zu verspüren. Halte ferner fest, dass sich unser Miniatursystem in Abwesenheit von Konsens oder ähnlichem Gesellschaftsvertrag bisher eher impulsiv und rhizomatisch fortentwickelt. Meine Sprüche den Reigen aktionistisch und um die Ecke eröffnen. Konstantins Projektion sich folgerichtig an die Werkzeuginstallation anschmiegt. Der von Michela gewählte König sich souverän in der Mitte der größten Wand platziert. Eventuell ephemere Setzungen. Halte darüber hinaus fest. Nein. Ich werde, trotz einiger vielversprechender Notizen, das skeptische Manifest nicht schreiben. Es wäre idiotisch, mich als geborenem Zweifler darauf festzunageln. Mein persönliches Lieblingssystem muss also weiterhin ohne Verbindlichkeiten auskommen. Meine Revolution bleibt ohne Namen. Und wen ich zur Revolution bringe, werde ich auch nicht vorher verraten. Hinterher werde ich alle verraten. Macht. Wer noch? Ich verspäte mich um circa 30 Minuten, entschuldigt bitte, ich muss noch das Utensil zur Revolution besorgen. Rainer Maria, welches gesellschaftliche System fändest du gut? Zillmann, welchen Gegenstand deiner Umgebung würdest du zur Revolution mitbringen,
falls sie morgen ausbricht? Rainer Maria, könnt ihr mir drei Sätze, Sprüche, OR mitbringen, die ihr auf Transparente oder Banner oder Demoschilder schreiben würdet, wenn ihr für eine Revolution auf die Straße gehen würdet? Mich Allah, wen würdest du mit zur Revolution bringen? Konstantin, welchen Name trüge deine Revolution? Am 11. März 2016 um 1.26 Uhr schrieb Konstantin konstantin.civis@gmail.com. Hallo, ich bin auch weiterhin mit dabei. Von mir erstmal was zu lesen, von einem, der durch die russische Revolutionen ging. Aus diesem Buch entnommen, www.emison.de/weblink. BS, besonders der Abschnitt auf Seite 197, umkreist, finde ich interessant. Meine Frage kommt morgen. Gute Nacht. Konstantin. Ich denke auch und komme ebenfalls am Samstag. Um die Reihe an Fragen, bisher. Rainer Maria, welches gesellschaftliche System fändest du gut? Tzelmann, welchen Gegenstand deiner Umgebung würdest du zur Revolution mitbringen, falls sie morgen ausbricht? Rainer Maria, könnt ihr mir drei Sätze, Sprüche, OR mitbringen, die ihr auf Transparente oder Banner oder Demoschilder schreiben würdet, wenn ihr für eine Revolution auf die Straße gehen würdet? Fortzusetzen, frage ich. Wen würdest du mit zur Revolution bringen? Mehr Gedanken, dann am Samstag, ich freue mich auf euch. Ich denke ja und ich komme Samstag trotzdem. Die Revolution kennt keine finanziellen Probleme. Dietmar Kamper hat gesagt, die Revolution ist Nostalgie. Und das BS-Buch vom Hermbahn heißt nicht, die Revolution seid ihr. Ich habe eine Bitte an euch, könnt ihr mir drei Sätze, Sprüche, OR mitbringen, die ihr auf Transparente oder Banner oder Demoschilder schreiben würdet, wenn ihr für eine Revolution auf die Straße gehen würdet? Das wäre toll. Wie ihr wisst, haben wir uns ja für GZ der Bart V auf einige Ausschreibungen beworben. Leider haben wir nur eine Zusage von der VG Bildkunst bekommen. Das Schwierige hierbei ist, dass wir den Finanzplan umstellen und das Projekt neu einreichen mussten. Die nächste Jury-Sitzung findet erst am 10.4. statt. Damit steht die Finanzierung auf wackeligen Füßen. Stefan und ich haben uns ausgetauscht und was wir euch aktuell anbieten können, ist ein Budget von 1.000 für alle zusammen. Wir wissen, dass das nicht viel ist und hoffen sehr, dass der Antrag im Nachhinein noch bewilligt wird. Wenn dem so ist, zahlen wir euch selbstverständlich die zugesagten 2.500 aus. Wir hoffen, ihr macht trotzdem mit. Hallo. Die Eckdaten zur WA. 12.3. 13 Uhr internes Treffen in der Ackerstraße. 18.3. 18 Uhr Eröffnung. 12.17.3. 18.20 Uhr. 19.3. 13.15 Uhr Öffnungszeiten. Halte fest. Die Situation bleibt offen. Frühstück am 12.3. um 13 Uhr. Übrigens finde ich, trotz meines Vorschlags, alle Regeln erst ab Beginn des Ereignisses zu diskutieren. Die Idee, Fragen im Voraus zu formulieren, sehr inspirierend. Zur Frage von Rainer Maria, welches gesellschaftliche System ich gut fände, werde ich flugs ein Manifest verfassen. Verlesen am 12. März 2016. Inzwischen habe ich meine Frage an euch formuliert, die ich als Hausaufgabe auf den Weg geben würde. Welchen Gegenstand deiner Umgebung würdest du zur Revolution mitbringen, falls sie morgen ausbricht? Ich bitte darum, diesen Gegenstand am 12. März 2016 mitzubringen und für die Dauer des Projektes zur Verfügung zu stellen. Ach so. Den Schlüssel habe ich. Lethard et Moi. Bin heute Dienstag spätestens um 17 Uhr in der Abteilung. Zum Antworten, allen Antworten oder Weiterleiten hier klicken. Zwei gelöschte Nachrichten in dieser Konversation. Nachrichten anzeigen oder endgültig löschen.